Liebe Schwestern, liebe Brüder, man kann inzwischen immer mehr Untersuchungen lesen, etwa zur Pastoral, historische Untersuchungen zur Pastoral der 50er Jahre oder auch der Zwischenkriegsjahre, in denen relativ heftig kritisiert wird das Modell, dem man damals gefolgt ist. Ich denke, bis zum Ende war das hier zum Beispiel in unserer Pfarrei durchaus ein Modell, das man gelebt hat, die Pfarrfamilie. So konnte man das sicher in meinen Pfarrbriefen von Vinzenz Kiefer immer noch lesen. Die Pfarrfamilie, das wird heute in Zeiten, wo die Räume größer werden müssen, weil es Priestermangel gibt, wird dieses Modell verdächtigt. Man mag das nicht. Was man vermisst, ist die Würdigung dieses Modells der Familie. Denn es ist ein Grundprinzip der Kirche. Wir sind eben im Evangelium Zeuge dessen geworden, dass Jesus die biologische Familie aufbricht hin zur Familia Dei, zur Gottesfamilie. Wir mögen das heute nicht, weil wir sagen, ach ja, da hat man irgendwie, die Soziologen haben da die Herrschaft übernommen über die Theologen, man hat irgendwie ein kleinbürgerliches Modell des 19. Jahrhunderts hat man auf die Kirche gestülpt. Das ist natürlich schon historisch gesehen ein Unsinn. Wir hören es aus dem Mund Jesu. Wer den Willen Gottes erfüllt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Und alle leben unter dem einen Vater. Und das ist das nächste wichtige Stichwort. Vaterschaft, so wie Paulus sie ausübt, über seine beiden Söhne, wie er sie nennt. Paulus hat viele Kinder gehabt. Er hat sie alle gezeugt, und zwar in der Taufe. Er hat sie sakramental gezeugt. Er hat sie in der Predigt gezeugt, seine Kinder, seine Söhne und Töchter. Er weiß sogar noch die Mutter und die Großmutter des Timotheus zu nennen. Getaufte Juden in diesem Fall. Da entsteht durch das Wort Gottes, durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die Unter- und Einordnung in den Willen Gottes und in der Verbindung der Sakramente eine große Familie, die immer noch wächst durch alle Zeiten und eine große Familie bleibt. Wir mögen das nicht und das hält Einzug bis in die Liturgie. Wir scheuen uns, einander als Brüder und Schwestern zu bezeichnen. Das Normalste von der Welt sollte das für uns Christen sein. Wir bevorzugen inzwischen die bürgerliche Anständigkeit, die es in der Kirche nicht gibt. Gut so. Nein, wir schlagen uns manchmal und wir raufen miteinander wie in einer richtigen Familie. Viel besser als bürgerliche Anständigkeit. Es geht zuweilen einmal deftig zu, aber es gibt auch eine familiale Herzlichkeit, auch, die es in der bürgerlichen Anständigkeit nicht gibt. Es gehört zur Familie Gottes, sich unter diesen einen Vater einzuordnen. Und es gibt eben geistliche Vaterschaft. Da kommt das nächste Stichwort, das wir dann ablehnen und sagen, ach, dieser ganze Paternalismus, den müssen wir ja hinter uns lassen. Geistliche Vaterschaft im recht verstandenen Sinne ist nie Paternalismus, sondern es steht immer unter dem Vorbehalt, dass auch der geistlicher Vater wird, wie Paulus, durch die Zeugung in den Sakramenten und in der Verkündigung, unter dem letzten Vater sich unterzuordnen hat, unter dem eigentlichen Vater. Paulus wird es sagen in seinen Briefen, alle Vaterschaft stammt von ihm. Ich denke, nicht Ablehnung, sondern Wiederentdeckung. Es ist ja nicht so, als könnten sozusagen unsere Familien, unsere christlichen Familien, sofern es sie gibt, man muss sie beinahe suchen, die familiale Struktur der Kirche wiederbeleben, sondern es war eigentlich umgekehrt. Dass die christlichen Familien durchdrungen waren von dem Geist, den sie in der Kirche gelernt haben. So war es. Und das ist nach wie vor ein Modell, das man entdecken kann. Dazu müssen wir aber als christliche Gemeinden, als Brüder und Schwestern zu leben beginnen. Und wir müssen uns erneuern lassen. Wir müssen wissen, wo unser Leben herkommt. Aus dem Wort Gottes und aus dem Sakrament. Paulus hat das praktiziert. Und es hat reiche Früchte getragen. Und wir sollten uns nicht einreden lassen, dass es auch nicht heute möglich ist.